Du, weißt du, was das Wichtigste beim Businessaufbau ist? Das ist nicht, wenn wir dann die Marketingstrategien machen oder alles sozusagen einen guten Businessplan haben und so weiter. Es ist was ganz anderes. Es ist die energetische Ausrichtung. Es ist das, was du glaubst. Es ist das, was du erwartest mit deinem Business. Und ich meine hier nicht, was du denkst, sondern was du tief in dir erwartest, deine Programmierung. Das ist das Allerwichtigste. Das bedeutet, starte niemals dein Business, indem du ja da reingehst mit diesem Gefühl von, ich hoffe, dass es klappt und es wäre schön, wenn es klappen würde und so weiter, sondern geh mit dem Gefühl, mit dieser Attitude, mit dieser Energie, mit dieser Frequenz hinein. Ich manifestiere hier ein großartiges, wundervolles Business, das mich erfüllt, mir den Lifestyle erlaubt, den ich haben möchte und einen großen Beitrag ist. Wenn du mit dieser Attitude hineingehst, mit diesem Wissen auch, mit dieser Ausrichtung, dann kann es gar nicht anders sein. Was ganz anderes ist es, wie gesagt, wenn du mit dieser, ja, ich hoffe, dass es klappt, Attitude reingehst. Und das machen übrigens die meisten. Die meisten wünschen sich zwar, selbstständig zu sein, ein Business zu haben, aber gehen mit dieser Attitude hinein, ja, ich probiere das mal, ja, ich mache das mal und hoffentlich klappt es. Wenn du nicht mehr hoffen willst, sondern ganz klar ein erfolgreiches Business manifestieren möchtest, komm gerne in die Soulbiz Journey.